Das Sprintfinale ist ein 3-Runden-Rennen für 2 oder 3 Fahrer, in dem es sowohl um Taktik als auch Geschwindigkeit geht. Und es ist eines der schnellsten und aufregendsten Events auf der Bahn. Es fängt langsam wie ein Katz-und-Maus-Spiel an. Die Fahrer versuchen, ihre Gegner zu überlisten, um sich selbst in die beste Position zu manövrieren und um Geschwindigkeit aufzubauen, bis schließlich die letzte Runde per Glocke signalisiert wird. Dann ist es ein Kraftsprint und der erste Fahrer über der Ziellinie gewinnt. Während die schiere Geschwindigkeit ein wichtiger Bestandteil ist, sind es oft die taktisch bewussten Fahrer, die gewinnen.